Hallihallöchen und Happy Halloween. Naja, in echt sind wir noch nicht ganz so weit. Es sind noch ein paar Wochen hin bis Halloween. Aber hier in Guild Wars 2 hat endlich wieder das Halloween-Event angefangen. Und ich befinde mich hier gerade mitten in Löwenstein, wo das ganze Spektakel wunderschön dekoriert aufgebaut ist. Wobei, naja, wunderschön dekoriert. Man hat da ein bisschen Deko. Man hat hier den riesigen Pott, wo eigentlich die mystische Schmiede ist. Und dann war's das. So, das ist die... Gut, hier die ganzen Kürbisse und so, ne? Aber sonst dekotechnisch könnte mehr sein. Ich würde mir mehr wünschen. Ich liebe nämlich Halloween. Halloween ist eins meiner Lieblingsfestivals hier in Guild Wars. Und wie ihr seht, andere Spieler genießen es auch. Wir gucken uns erstmals zusammen an, was ist denn so neu bei den Händlern? Was gibt's Neues hier bei unserem wunderschönen Halloween-Event? Und dann gucken wir uns die einzelnen Parts an, die es zu Halloween gibt. Es gibt nämlich verschiedene Aktivitäten, die wir machen können. Und wie gesagt, die gucken wir uns dann zusammen an. Begeben wir uns als erstes mal zu dem wichtigsten Bereich hier. Die Händler. Haben wir da was Schönes Neues? Oh, hier haben wir wieder Drubadur. Drubur. Er sammelt wahrscheinlich wieder Candy Corn von uns. Heiß begehrtes Candy Corn. Da müsste ich auch mal. Brabbeln die alle, ne? Müsste ich auch mal aus meiner Bank alles rausholen. Das habe ich nämlich dann mal alles schön gelagert. So, was hast du denn hier Schönes? Die ganz normalen Sachen, die man bisher auch schon kannte. Ich sehe jetzt auf Anhieb nichts Neues. Wir haben verschiedene Minis, die man sich holen kann. Dann haben wir das hier, das sind Rückengegenstände. Ne, das sind auch Minis. Die sind neu, oder? Sind die neu? Ich weiß nicht, ich kenne die nur als Rückengegenstand. Aber als Mini kenne ich die, glaube ich, nicht. Warte, Moment mal. Wir gucken mal bei den Rückengegenständen. Da habe ich nämlich, glaube ich... Ja, genau. Da habe ich nämlich hier einmal das lila Buch. Und ich habe hier das brennende Buch. Wird zu ihr natürlich jetzt gerade auch perfekt passen. Ja, also so kenne ich die nur, aber als Minis... Ich glaube, die sind neu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir... Was haben wir denn noch? Kürbiskrone. Doppelklick, um eine Rüstungsgattung zu wählen. Wahrscheinlich leicht, mittel oder schwer. Ist, glaube ich, auch neu. Ist Mini-Madame Keks auch neu? Ich glaube, es gibt ein paar neue Minis und so. Oder ich bin einfach doof und sie gab es letztes Jahr auch schon. Das möchte ich nicht ausschließen. Sowas... passiert gerne. Hier können wir das normale Candy Corn, wie ihr seht, ich besitze noch ein, ja gut, eins könnte ich mir leisten, noch ein bisschen was von letztem Jahr, können wir uns hier in Candy Corn Kolben umwandeln, da habe ich auch noch 12 Stück in der Bank, beziehungsweise Materialienlager. Dann können wir hier die normalen geschwätzigen Schädelchens können wir umwandeln in plappernde Schädel, genauso wie mit dem Nougat-Füllung und die Plastikzähnchen kann man alles wieder schön umwandeln. Und mit den Kolben können wir dann hier einkaufen. Und was ich immer sehr praktisch finde, weil man das wirklich sehr schnell gefarmt bekommt, sind hier die Halloween-Kanister. Es gibt keine günstigere Variante, an 20 Platztaschen zu kommen als Halloween. Wirklich. Also wenn ihr bei euren Charakteren noch 20 Platztaschen braucht, holt euch hier die Halloween-Kanister. So, dann haben wir... Was haben wir denn hier Schönes? Wöchentliche Händler. Da haben wir ein bisschen Ektoplasma, ein paar Flügelchen. Ist ein Handwerksmaterial, okay. Truhe der legendären Scherben für Waffen... Und Währungsumtausch. Aha. Da habe ich ein bisschen Schrott. Guck mal, ich habe Schrott, den ich verkaufen kann.
Ihr dürft das Inventar von ihr nicht angucken. Sie ist mein WVW-Charakter und da ist Chaos. Chaos. So, hier haben wir noch ein paar Rezepte für die verrückte Ausrüstung. Die ist auch ganz interessant. Da habe ich die Ausrüstung hier. Ihr kennt es bereits. Ich glaube, ich habe aber alle. Ne, die nicht. Hier, ich habe nämlich die für die mittlere Rüstung. Die habe ich auf jeden Fall alle. Eigentlich auch ganz lustig. Ist einfach alles ein bisschen zerfetzter. Dann haben wir Rezepte für die ganzen, das ganze Buff-Food. Genauso wie hier. Noch für verschiedene Tränke. Sehr schön. Ist aber auch, soweit ich das jetzt sehen kann, nichts Neues dabei. Ich glaube, das war es dann schon an Händlern. Hm. Geht so, ne? Würde ich mir auch gerne mal ein paar mehr Neuerungen wünschen. So, was aber jetzt noch ganz interessant ist, wir hatten Post. Bei dem einen stand jetzt bei bitte nicht laut vorlesen, aber ich tue es trotzdem mal für euch, okay? So, und zwar wichtig, nicht laut vorlesen, machen wir jetzt aber. Behaltet es für euch, aber ich habe dieses Jahr ungewöhnliche Messwerte aus dem verrückten Reich erhalten. Die Reisenden schienen ziemlich geschockt, als sie das Labyrinth verließen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen. Jede Änderung an Halloween könnte von großer Bedeutung sein und ich muss euch nicht daran erinnern, dass man die Türen zum verrückten Reich in beide Richtungen durchschreiten kann. Könntet ihr bei nächster Gelegenheit zum Labyrinth reisen und für alles, nun ja, ungewöhnliche berichten? Ungewöhnlich für eine spektrale Quasi-Dimension natürlich, um der Dokumentation willen. Magistra Tassi. Ja, ich denke mal, wir werden morgen in der Folge ins verrückte Labyrinth gehen. Und dann gucken wir mal, wie wir ihr hier helfen können. Und dann haben wir noch die Info für frohes Halloween. Wieder einmal wird es Halloween Interior. Die Türen zwischen eurer Welt und der des verrückten Königs öffnen sich und der verrückte König Thorn, der uralte kreitanische Monarch, schreitet wieder durch die Straßen von Löwenstein. Ich habe dem Kapitänsrat versichert, es sei relativ sicher. Diesmal. Doch bestimmt wüssten sie es zu schätzen, wenn eine tapfere Abenteurerin wie ihr käme. Und natürlich böten sich im verrückten Reich selbst die großartigsten Gelegenheiten für die Feldforschung. Kommt zu mir auf die prachtvolle Piazza, sobald es euch passt, Magistra Tassi. Dann werden wir doch mal heute erstmal zu ihr gehen. Wir kriegen 5 Candykorn geschenkt, Dankeschön. Nehme ich immer wieder gern. Dann gucken wir mal. Der Piazza, Plaza, wie auch immer, der ist hier. Da findet auch immer das lustige Spiel, der verrückte König sagt, statt. Ich meine, es wäre immer... Fängt das jetzt gleich an? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, immer zur vollen... Also zur vollen ungeraden Stunde oder zur vollen geraden Stunde. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Da müsste ich dann nochmal... gucken, aber dann können wir das auf jeden Fall auch mitmachen. So, wo haben wir denn die Magistra? Hier haben wir auch noch Händler. Habt ihr die gleichen Sachen? Ja, ihr habt die Rezepte. Du hast die ganzen Candycorn-Kolben-Sachen und du hast dann wahrscheinlich genau die wöchentliche Rotation. Wen haben wir denn hier? Meisterschnitzer. Ja, wir können nämlich hier... Sehe ich jetzt spontan einen Kürbis? Nee, aber in der ganzen Welt, nicht nur hier in Löwenstein, ich glaube auch in den anderen Gebieten, haben sich Schnitzkürbisse versteckt. Ich suche gerade mal einen. Wartet mal, das kriegen wir doch hin. Was steht da? Irgendwas mit Malen. Nee, malen wollen wir nicht. Wo haben wir denn jetzt einen Schnitzkürbis? Oh Gott. Einen Schnitzkürbis. Wollt euch jetzt noch einen Schnitzkürbis sagen? Da ist ein Schnitzkürbis. Pass auf. Und zwar an diesen Schnitzkürbissen kann man dran laufen und schnitzen. Und dann sind da so lustige Gesichter drin. Und da gibt es auch Erfolge für. In die können wir gleich auch nochmal reingucken. Die wir machen können. Einmal gibt es die
jährlichen Erfolge, die kann man jedes Jahr aufs Neue machen, das sind immer wieder die gleichen. Und dann gibt es auch noch einmalige Erfolge, würde ich mal sagen. Das ist Magister Tassi. In der Abtei Domann seid ihr eine wahre Legende der Lankirs. Euer wertvoller Beitrag zur Erforschung der Vergangenheit wird in die Geschichte der Abtei eingehen. Ich kam sofort, als ich euren Brief erhielt. Was gibt es Neues im Verrückten Reich? Das Interessantes möchte ich nur Kostüm. zu gern wissen, und ihr seid genau die richtige Person, um das Was herauszufinden. wollt ihr? Besucher haben mir zugetragen, dass im Labyrinth etwas vor sich Immer geht. schön Begebt euch vorsichtig. dorthin und haltet eure Augen und Ohren offen. In Ordnung, ich werde mir das ansehen. Aber wie gesagt, das machen wir dann morgen in der Folge. Ich glaube, für den verrückten König ist hier noch zu wenig los. Hier stehen zu wenig Spieler dafür, dass es dann gleich anfangen würde. Wir können ja mal in der Zeit in die Erfolge gucken und vielleicht haben wir Glück und dann taucht er gleich auf. So, dazu gucken wir einmal in die Erfolgsübersicht. Wir haben tägliche Erfolge zu Halloween. Und zwar soll man Halloween? Halloween-Schrecken. Schließt drei der fünf verfügbaren täglichen Sachen ab. Dann bekommt man hier den Halloween-Schreck. Das kann man halt einmal täglich machen. Und es gibt personalisierte Süßes- oder Saures-Taschen, in denen halt alle möglichen Sachen drin sind. Also es ist so das Hauptding, was man hier farmt. Und die kann man dann am Ende des Tages aufmachen und hat ganz viel schönen Loot. So, Bonbonsammlerin. Öffnet Süßes- oder Saures-Taschen. 10 Stück muss man öffnen, damit man das hier bekommt. Ist easy gemacht, ratzfatz. Vor allem, wenn man das Labyrinth läuft. Festliche Fehde bezwingt 20 Diener Pallavajokos. Ja, der König Thorn und Pallavajoko sind sich nämlich nicht ganz grüne, die beiden. Und daher wurde irgendwann zu Halloween das so ein bisschen verknüpft, dass da halt auch Pallavajokos Diener, Immer schön ja, vorsichtig. dass die auch zählen, wenn man sie kaputt macht. Deswegen ist hier der tägliche 20 davon umbringen. Dann haben wir hier einmal schließt eine Partie Grollen des Schnitters ab. Ich glaube, das ist die Instanz. Oh, da bin ich mir gerade nicht sicher. Da müssen wir nochmal gucken. Schrecken des Labyrinths. Ja, das ist natürlich das Beste. Bezwingt einen Boss im Labyrinth. Das, wenn man das Labyrinth, sage ich mal, auch täglich läuft, kommt man da automatisch dran vorbei. Das werdet ihr dann morgen in der Folge sehen. Und Tour durch das Labyrinth. Schließt das Rennevent im Labyrinth ab. Wird man auch zwangsläufig, wenn man da rumrennt, taucht das auf, dann nimmt man das mal eben einmal mit. Deswegen die Dailies machen sich eigentlich nebenher. Kann man die eben machen. Kann man hier so ein bisschen ein paar Süßes oder Saures Taschen absnacken. Easy. So, jetzt haben wir aber natürlich noch Festivalsachen. Und zwar Halloween-Rituale. Das sind, wie gesagt, die Sachen, die jährlich zu machen sind, beziehungsweise unendlich. Wie ihr seht, habe ich hier Champion des Labyrinths schon 4 von 5, obwohl ich jetzt auch gerade erst ganz frisch reingesprungen bin ins Spiel und noch nicht im Labyrinth war dieses Jahr. Aber wie ihr da seht, ist unendlich und ich habe schon 15 Mal abgeschlossen und, ne? So, wir haben als jährliches, Immer das sind schön die vorsichtig. interessanten Sachen, die anderen machen sich auch nebenher. Schließt Zufrieden sein, 9 bis zum Ende. jährliche Halloween-Erfolge ab. Also 9 verschiedene hier abschließen, die wo jährlich hintersteht, um hier die große Endbelohnung zu bekommen. Da gibt es eine Kiste mit habgieriger Blick Schultern. Ein paar Schultern gibt es. Interessant. So, dann gucken wir mal, wo überall jährlich hintersteht. Schnitzel durch Tyria hier. Kürbisschnitzer jährlich. Da muss man einfach dieses Kürbisschnitzen, was ich eben gemacht Es hatte, gibt muss viel man dann zu machen. tun. Wie ihr seht, ich habe hier den einen von 100 jetzt schon gemacht. Und man braucht 100 Stück für den Gesamterfolg. Die hat man, wenn man. Hey, jetzt hört mir das ordentlich an. Wenn man durchs Labyrinth rennt, hat man die auch ratzifatzi. Adel verpflichtet. Beeindruckt den verrückten König Thorn mit eurem Gehorsam in einer Runde von Der verrückte König sagt. Das ist, wie gesagt, dieses Spiel, was hier stattfinden wird, wo wir gerade stehen. Und ich bezweifle, dass das jetzt gleich anfängt. Ich gehe mal dann davon aus, dass es dann um 20 Uhr anfängt. Also um 18 Uhr, um 20 Uhr, also ne, immer zur geraden Stunde. Das erkläre ich dann aber, wenn wir das Spiel spielen.
dann erkläre ich euch das. Da muss man dreimal mitgespielt haben, dann bekommt man auch diesen Erfolg. Dann haben wir Aufstieg in den Wahnsinn, überlebt in der Mission Aufstieg in den Wahnsinn, die Tricks des verrückten Königs Thorns, der Erfolg kann einmal im Jahr abgeschlossen werden. Das ist diese Story-Instanz. Dann haben wir Halloween-Festlichkeiten. Nehmt am Labyrinth teil, nehmt am Rennen teil, am Uhrturm, an der verrückte König sagt, also alle Sachen, die man hier machen kann. Okay, der Erfolg wird am Montag. Das ist ein wöchentliches Ding. Ich glaube, das ist neu. Man kann 100 Punkte pro Woche verdienen, indem man an diesen ganzen Festlichkeiten teilnimmt. Ich denke mal, man kriegt die relativ schnell zusammen. Also das kenne ich noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist auch neu. Dann haben wir Heroldin des verrückten Königs, Praktikantin. Schließt auf der Rennbahn des verrückten Königs Runden jedes Rennevent statt. Ja, die sind nervig. Wir werden da auch einmal reingucken. Aber diese Rennevents, sie sind einfach nicht so meins. Vor allem die mit dem Rollkäfer. Aber die werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Dann haben wir jährlich höfische Dienste. Leistet den 10. von... Was? Den 10. von 5 Gold, wenn ihr Dienstleistung für das Labyrinth... Ach so, genau. In dem Labyrinth steht in der Mitte ein Händler. Und da können wir uns verschiedene Vorteile kaufen. Die werden wir uns dann auch morgen angucken. Und wenn man da 5 Gold ausgegeben hat, bekommt man auch hier den Erfolg. Dann haben wir jährlich noch Meister des Labyrinths. 5 Champions umbringen macht man auch im Fluge nebenher, während man da durchläuft. Regelmäßige Rennbahnbesucherin. 15 Mal die Rennsachen abschließen von dem verrückten König auf der Rennbahn. Bin ich ganz ehrlich, habe ich letztes Jahr auch nicht gemacht. Dann der Uhrturm des verrückten Königs. Da werden wir gleich noch reinhüpfen. Das ist das, was wir heute auf jeden Fall noch machen werden. Den Uhrturm einmal angucken. Unter Umständen Nahrungsmittel ähnlich. Da muss man 300 Candykorn essen. Ich verrate schon mal so viel. Ist nicht sehr gesund. Es wird einem sehr schlecht davon. Uralter Groll. Besiegt 100 Diener Palavajokos. Und verrückte Rennteilnehmerin schließt das Rennen im Labyrinth dreimal ab. Dann hat man hier die jährlichen Erfolge. Schatten des Königs. Da auch neue zugekommen. Haben wir hier auch verschiedene Sachen. Das, gehen wir jetzt aber nicht alle nochmal einzeln durch. Ich finde, das hier sind immer so mit die weiß nicht, die interessantesten, die wichtigsten, ihr? Die man so jährlich immer wieder abarbeiten kann, die sich so nebenher machen. Und das sind dann so die Events, die Erfolge, für die man sich dann wirklich ein bisschen Zeit nehmen muss und reinarbeiten muss. Hier sind einige auch schon gemacht, also die muss man nur einmal machen und dann ist gut. Und verrückte Garderobe, da muss man, das muss man ja machen. Achso, das Sprungrätsel einmal abschließen, das ist auch, macht man einmal und dann nie wieder. Alle Events im Prinzip einmal mitgemacht. So, damit wir jetzt aber hier nicht noch mehr Zeit verlieren für was weiß ich was, für ein Gequatsche, damit es jetzt endlich mal hier losgeht und ich gehe stark davon aus, hier ist gleich nicht der verrückte König sagt, hüpfen wir doch einfach mal direkt hier in den Uhrturm. So, los geht's. Der Uhrturm ist ein zeitlich stressiges Jumping-Puzzle. Also wer Jumping Puzzle nicht mag, sollte wegbleiben. Oh, es fängt... 10 Minuten noch. Wir müssen nämlich da diesen Turm einmal nach oben. Ändert sich jedes Jahr auch nicht. Und unten kommt so eine Giftmasse nach oben. Und der müssen wir entfliehen. Wenn wir in die hineinfällen oder so ein Seelendunst oder was weiß ich, wie ich das nennen würde. Da dürfen wir nicht reinkommen. Sonst war es das mit uns. Und es ist nicht ganz so einfach. Es gibt ein paar Stellen, da muss man kurz warten und stehen bleiben, aber das seht ihr dann gleich. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Normalerweise komme ich da sehr gut hoch. Aber ist jetzt auch das erste Mal wieder für mich dieses Jahr. Und wie ihr seht, diese grüne Suppe, die steigt halt immer höher. Und man darf
an sich bis auf zwei Stellen nicht wirklich stehen bleiben. Ich bleibe immer gerne hier stehen, andere Spieler bleiben da stehen. Hier muss man das erste Mal warten. Und dann geht es hier weiter über die Steinchen. Hier kann das manchmal schon ein bisschen knapselig werden. Hier kann man noch die Truhe unterwegs looten, wenn man halt Langeweile hat. Und dann geht es hier schön im Kreis nach oben. Und wie ihr merkt, hier sind schon so ein paar Stellen, da kommt man sehr nah dran an die Suppe. Die hier ist manchmal ein bisschen fies. Das ist so meine Stelle, wo ich oft runterfalle. Aber hat geklappt. Dafür hat der Sprung nicht geklappt. Vorführeffekt. Aber ihr seht schon, also man hat zumindest auf dem unteren Part sehr wenig Zeit, mal eben zu stehen und durchzuatmen. Da muss man relativ zügig hoch. So, jetzt warten wir auf die nächste Runde. Die geht dann wieder los. Das ist halt nervig, ne? Man muss hier stehen und warten, bis der Balken durchgelaufen ist. Entweder sterben alle anderen Spieler und landen auch wieder in der Lobby. Oder die Spieler schaffen es wirklich oben bis zum Turm. Bis zur Turmspitze. Und so lange muss man dann halt hier stehen und warten. Wenn man... Klingt böse. Aber wenn man Glück hat, hat man Spieler dabei, die sind nicht so gut. Die fliegen dann schnell raus, während man selber noch am Hüpfen ist. Und hat dann, wenn man unten ankommt, also wenn man dann sterben sollte, das Glück, dass sofort die nächste Runde anfängt. Ich weiß, das ist gemein. Aber das Warten, wenn man früh rausfliegt, ist echt belastend. So wie die jetzt. Die müssen jetzt alle warten. Ich bin die Einzige, die hier noch hüpft. Die müssen jetzt alle warten, bis ich entweder oben ankomme oder verkacke. Diesmal hat der Sprung geklappt. Dann geht es jetzt erstmal entspannt ein bisschen weiter. Bis nach da unten. Flupp. Und schnell wieder los. Bis ich das damals auch rausgefunden habe, dass es da runter geht. Ne? Dass man da runter springen muss. Das war auch ein Träumchen. Perspektivisch nicht ganz so nett hier. So. Und da haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir hier nur kurz warten, bis da die Turmuhr aufgeht. Sollte jetzt in jedem Moment gehen, aufgehen. Bin nämlich hier eng. Und rein. Was? Wir waren doch drin. Ist nicht dein Ernstspiel. Hat der das nicht gezählt? Hat der das nicht gezählt? Sind wir wirklich eine Sekunde zu spät da reinge... Okay, machen wir nochmal. Machen wir nochmal schnell. Spiel. Aber es leckt auch ganz schön, ne? Es leckt hier auch ganz schön. Sieht man daran, wie spät oder dass da diese Steine nicht sofort aufgehen, sondern so ein bisschen hängen bleiben. Oh Gott, das war schon sehr knapp. Wir sind hier sehr knapp unterwegs. Jetzt geht es zum Glück ein bisschen weiter hoch. Wir machen ein bisschen höher. So. Geklappt, sehr schön. Kamera immer mal so ein bisschen drehen. Also als Erklärung, ich halte die ganze Zeit die rechte Maustaste gedrückt und drehe damit die Kamera und habe eigentlich auch dauerhaft die W-Taste gedrückt. Bis auf so ein paar Stellen, wo ich dann doch mal ganz kurz für einen Sprung W loslasse, um nochmal ordentlich zu justieren. So, sind wir nochmal hier. Aber die rechte Maustaste habe ich eigentlich immer gedrückt, damit ich sofort auch im Sprung drehen kann. So, jetzt springen wir schon mal eher. Das jetzt geklappt, das klingt nicht so, ne? Was? Bin ich irgendwie doof oder so? Wieso komme ich denn da nicht rein? Okay, wir probieren es jetzt noch einmal. Aber theoretisch
ist dann da Ende. Man kommt in so einen kleinen Raum, wo nochmal eine Lootkiste drin ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es hier... Ihr seht es hier an den Steinen. Ob es einfach so laggy ist. Weil, keine Ahnung, das Event jetzt seit einer Stunde erst im Spiel ist und die Leute erstmal natürlich alle reinstürmen und spielen wollen. Das ist schon wieder sehr knapp. Dass es daher einfach ein bisschen sehr laggy ist. Das kann natürlich sein. Möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber eigentlich ist dieser Sprung machbar. Also, ja, gut. Eigentlich ist das echt machbar. Man springt da einfach gegen und rein. Und dann war es das. Also, ich verstehe jetzt nicht, warum es nicht geht. Wir gucken mal, wir müssten, glaube ich, zeitlich jetzt noch eine Runde kriegen. Ansonsten gehen wir dann hier raus. Und dann probieren wir es die Tage nochmal. Na, kriegen wir noch eine Chance? Je nachdem, wie hoch der andere Spieler da kommt. Ich glaube, der hat es geschafft. Er ist nicht mehr bei uns unten aufgetaucht. Hat er es tatsächlich da reingeschafft? Sollten wir das doch jetzt auch hinkriegen. Drückt uns mal die Daumen. Weil theoretisch haben wir es ja schon zweimal geschafft, ne? Ja, guck, wie das hier leckt. Das ist normalerweise nicht so. Also das geht geschmeidiger auf. Aber wir gucken mal. Boah, das war schon wieder knapp hier. Diese Stelle, da rutscht man so gerne einfach ab, ne? Das ist so. Jetzt aber hier nochmal. Oh, vorsichtig. Sehr gut. Das hier ist echt so die kniffligste Stelle. Der Rest ist relativ machbar. Wenn man schnell genug ist. So, hier im Fall neben Looten. Oh, das war schon sehr knapp. Da hätten wir nicht viel länger Zeit haben dürfen. Das ist halt, ne? Es ist wirklich auf Tempo. Tempo, 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 Tempo. Nicht die Taschentücher, sondern Geschwindigkeit. So, wenn das jetzt wieder nicht klappt, ne? Also hier ist Ende, da muss man rein. Dann verstehe ich es nicht. Dann tut's mir leid, dass ich euch das Ende vom Event nicht zeigen kann. So, jetzt aber. Nee, das klingt schon wieder so, als hätte man es nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr einfach nicht weit genug springe. Sammelt euch, meine Untertanen. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Normalerweise ist da drin Ende. Also... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler vom Spiel ist, ob es echt so leckt oder... Ich kann es euch nicht sagen. Wir probieren es die Tage nochmal. Vielleicht hat sich dann hier alles ein bisschen beruhigt, spieletechnisch. Und ja, wir gucken dann auf jeden Fall morgen in der Folge ins Labyrinth des verrückten Königs. Laufen da 2, 3 Runden mit. Gucken uns das Ganze mal an. Wir sollten, denke ich mal, ohne Probleme eine Gruppe finden. Und dann gucken wir uns noch die Story-Instanz an und die Rennbahn. Und wir machen hier noch das Event des verrückten Königs mit. Gibt es noch eine Aktivität? Ich überlege gerade. Ich glaube aber, das war's. Das Wichtigste ist eh das Labyrinth. Das machen wir morgen. Das ist das Coolste. Alles klar. Ich bedanke mich dann herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch morgen mit dabei, wenn wir durchs Labyrinth stiefeln. Und falls ihr noch mehr von Guild Wars 2 sehen möchtet, dann guckt euch gerne auf meinem Kanal um. Ich habe ein Let's Play zu Guild Wars 2. Wir sind aktuell... in der Geschichte von von Pass of Fire. So, jetzt aber gut hier mit den Versprechern. Wir sind bei Pass of Fire, ungefähr in der Mitte. Also wer da Lust hat, mal reinzuschauen, dem lege ich es gerne ans Herz, da mal reinzugucken. So, jetzt bedanke ich mich aber fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüsseli.